Nö, scheint nichts zu sein, scheint nichts zu gehen. Joa, mein lieber Wenzel, dann versuche ich mal da oben hier ordentlich Wasser rumzuspülen. Dann nochmal hier hoch zu dem Wasserturm, dann lassen wir ihn mal Wasser reinlaufen in sein so hübsches Gebäude. Der liebe Wenzel, der kriegt jetzt mal ein bisschen nassen Hintern. So, was am Arsch? Naja, das ist noch das falsche Loch. Da so. Oh, cool. Bleibt stehen und rein da. Da wird's überspült. Das Waschbecken. Nice. Da ist schon was richtig gelaufen. Beim Wassertank. Schauen wir mal, was das bei dem Wenzel gewirkt hat. Na? Hat ihn das schon aufgescheucht? Können wir ihm schon seine Nummer abknüpfen, während er da in sein Badezimmer nach dem Rechten guckt. Na? Nein, der Wenzel sitzt noch an seiner Stelle. Okay. Alles trocken. Okay. Ja. Sowas. Schweißgerät hatten wir schon. Die Wartnummer bringt auch nichts. Rohr. Wenn ich ein Loch in das Rohr machen will, brauche ich anderes Werkzeug. Da haben wir vielleicht was. Oh! Der Zahnarztbohrer. Na, das lässt natürlich alles auf einmal ganz anders aussehen. Dann gehen wir noch mal hier hoch zum Wenzels Überdach, da hoch zum Wassercontainer, zum Wasserturm. Dann füllen wir dem noch mal ein bisschen Wasser ein. Vielleicht klappt es jetzt diesmal. Ist ein langer, beschwerlicher Weg bis hoch zum Wasserturm. Aber ja, es bringt wahrscheinlich was. Was her bringt's? Was für ein Witz. Oh, da läuft's über und nice in den Keller hinein. So wollen wir es vorbei Der mal aus arme seinem. Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Jo, schnell mal hin. Wenn wir den Lieben mal aus seiner Wohnung rausspülen, wollen wir dem mal was unter den Hintern packen. Nicht Feuer unter den Hintern, aber ein bisschen Wasser. Kann nicht schaden. Ich hoffe, das quillt bis hoch in sein Wohnzimmer, dass ihm ein bisschen Feucht auf dem Sessel wird. So. Mal zu ihm rein. Jo, in Wenzels Haus. Zack, Rainer. Oh, Wenzel ist weg. Nice. Wenzel, Dann. ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So Na, ein wenn da Pech. mal keine Was Wasserader ist denn ist. los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Oh. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur. Eine Wasserader. Man sieht es jetzt hier Moment auf der mal, Kamera nicht das so ist ja genau. tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht Wegen wahr? der von der Ich bin Schwärze. reich. Aber das Und da kann ist doch eine gar nicht Wasserader. sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein Na. wahrer
Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Aha, den glücklichen Moment. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin okay. Dann bricht ihm hoffentlich gerade die Wohnung über den Kopf zusammen. Eine Wünscheroute. Die greift mir doch. Wünscheroute. Quelle. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ich will mit Wenzels. Ich will mit Wenzels. Können wir doch irgendwie zustopfen oder so. Nicht zum Dorfkern. Okay, wir haben eine Wünscheroute. Und den Wenzel sind wir auch los. Oder nicht? Da schauen wir doch mal ins Rathaus. Wie können wir da jetzt weitermachen? Wie kommen wir da jetzt voran? Na, vielleicht kommen wir jetzt mal zum Bürgermeister. Jawohl. Oh, der Wenzel. Da ist er also. Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Ist wer weiß, klar. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet. Und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Das bin dann wohl ich. Zum Büro des Bürgermeisters. Reden wir erstmal mit dem. Ja, moin. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht Herr Bürgermeister. Hallöchen. Jemand zu Hause? Lotek? Der Bürgermeister. Was? Er stört. Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ein Erzmagnetfeld. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Ganz offen aus. Aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber sie verdanken mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Ja, dann ist vielleicht... Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht... Kriegst du das jetzt zu den 10%. Hätte ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Naja, ganz ausschließen kann man es jetzt nicht. Aber dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na, so ein Pech. Sie muss zurück in die Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft.
Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits... Ja, okay. So, war so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. So ein Scheiß. Hier gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob... Was denn jetzt noch? Der verdammte Bürgermeister will uns nicht der Goody Goal überlassen. Das klingt ja ein bisschen falsch, aber ja. Ist im wesentlichen Sinne das, was wir wollten. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin naja, ganz falsch ist das so nicht. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn ich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig... Ach, wenn jemand was von Arbeit bedeutet... wenn jemand was von Arbeit weiß, dann Rufus. Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Nicht so beleidigend. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst mir ist gerade etwas aufgefallen in diesem Bildschirm. Ich habe gerade so ein bisschen durch das Bild geguckt. Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja, hervorragend. Sie wird noch ganz schön gucken, Lothek. Ich werde diese Frau retten. Ja, labert ihr nur. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ja, es glaubt doch eh niemand, Rufus. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Tja. Das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Irgendwie es wird das funktionieren. Funktioniert aber. Ich schlafe mit Magneten. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nö. Nein. Oha. Sieh zu, dass du wegkommst. Ja, verzeiht. Das ist mein Wecker. Wusste gar nicht, dass der so auffällig klingelt. Der sagt mir, dass die Partlänge erreicht ist. Aber ich muss euch noch was zeigen. Hier auf dem Globus habe ich gerade was entdeckt. Da musste ich gerade dazwischen reden. Der Globus. Der hat da eine kleine Form. Eine Landmasse hier. Die erinnert mich doch an etwas. An was wohl? Ja, da haben wir Glas. Achso, da haben wir was. Das ist das Glas. Das ist ein Glas. Ja, das brauchen wir bestimmt noch irgendwo für ein Schlüsselloch. Ist das nochmal offen? Ah. Wer ist weg? Oh. Naja, auch gut. Der Bürgermeister. Die Gegensprechanlage. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Tja, da gibt's auch wirklich nichts. Nächster, bitte! Tja, da kommt wohl keiner mehr. Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Tja, können wir uns auf den Stuhl des Bürgermeisters setzen? Nee,
Wahrscheinlich eher nicht so. Ein Fernschreiber. Themen. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Themen fehlt da noch. Okay, dann zurück ins Rathaus. Brauen wir den lieben Goal mal einen Kaffee. Ich kann nicht empfehlen, sich in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat. Ein defektes Implantat. Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie dann endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert da eine Regierung. Da brauchen wir wohl Kaffee. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Und die Zutaten für einen Kaffee. Zumindest die meisten. Zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Aber ganz bestimmt nicht. Ja, wir holen die restlichen Zutaten für einen Kaffee und dann wecken wir die Goal auf. So sieht's aus. Auf zur Tat.